60 Hertz, dann habe ich es an dem kleinen TV auf 50 gestellt. Oh. Gleich. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Musik, Musik, ach, ist auch nicht, ach ja, richtig, hier war ja Musik, das war ja, okay, das muss ich komplett rausschneiden, da hilft alles yeah, nichts. Das habe ich ganz vergessen, dass hier auch schon Lied war. Ich hab's übersungen, Ist jetzt, ja, da hast du auch übersungen. Darf man ja. Naja, das ist ein bisschen wieder, das hat doch keiner, hoffentlich. Aha. Kennst du sie noch? Ja, kennst sie. Also Rundfunk, wir haben beide schon den Anfang gespielt. Man hört die Musik auch doch ganz gut im Hintergrund. Ich glaube, ich habe vorhin die Musik hier noch nicht gehört, weil ich meine andere Musik, die ich normalerweise immer so höre, gehört habe. Da war das einfach noch zu laut. Ja, das passt schon. We're 3 minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry. Is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asher Odekar. Follow me. We're here. Expect them to be on business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! Hasib Allah yakhrib baytak wa at! Gut, ne? So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Das ist mal eben perfekt durchchoreografiert. Kein Problem. Das müssen wir jetzt immer so machen. Ja, so machen wir das immer. Achso, was Naralem sagt. Mir fällt noch was ein, was ich machen könnte, weil ich hab's auch über Komponent an Base, die TV-Karte. Ja, gleich. Guck mal, er. Ja, war von den Deckers. Gut, gleich nochmal erklärt. Kinsey, be nice. But seriously, with help, Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. Genau, was ich sagen wollte. Ich habe schon über Komponente versucht, an den PC ging nicht. Ich habe es über AV-Stecker ging nicht. Arabisch. Am Fernseher ging's mit AV, da habe ich aber keinen Komponenteneingang. Da habe ich mir extra ein SCART-Kabel noch geholt. Du bist das.
Ja, ich mördere Leute. Lass mich mal. Leise. Ja, das darf schon schießen. So. Nochmal zu der Thematik. Ich habe noch einen HD-Monitor, da könnte ich es mal versuchen, weil ich habe da so ein Mehrkomponentenkabel von der TV-Karte, dass ich es da auf HDMI umstelle. Weil das kann man ja nicht am Fernseher. Das ist ausgegaut. Ich hoffe, dann geht's, weil sonst kriege ich einen Rappel, du. Oder du lässt es einfach und spielst auf dem Emulator. Mach ich nicht. Geht außerdem nicht gut, weil ich jetzt dann keine Mode nutzen kann. Achso? Achso, ja gut, stimmt. Haben da nicht irgendwelche Hacker sich zwischendurch mal was ausgedacht, um das zum Laufen zu bringen? Nee. Also die Beam-Mode per Bluetooth? Na, das ist doch an sich ist das ja auch nur ein Bluetooth-Adapter, soviel ich weiß. Ist überhaupt nicht irgendwie verbuggt hier, die ganzen Charaktermodels. Echt? Also ich renne hier gerade durch. Ja, die wackeln bei mir total komisch rum. Achso, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, wo ich Prozess gespielt habe. Ja, das Spiel ist unfassbar laut, ich muss das gleich mal leiser stellen. Ich hab's schon sehr leise, aber ich hoffe, man hört's noch. Moin, Happy. Don't sweat. Ich höre mal gar nichts, wenn hier irgendwie was explodiert. Oh, ich hab's sehr leise gemacht. Sag mal, ist der Schwarze da nicht Pierce? Der sah nochmal anders aus, oder? Ja, irgendwie schon, der ist jetzt hart drauf. Guck mal, was der macht da, die Figur. Siehst du das nicht? Hast du nicht gesehen, dass der gerade so eine Brücke gemacht hat und die Beine so überkreuzt hatte? Das sah sehr geil aus. Liegt das vielleicht daran, dass ich hoste, weil ich streame gerade parallel? Und das heißt, es bleibt nicht als viel Internet für dich übrig. Weiß nicht. Kann gut sein. Ja, das können wir mal hinterher andersrum mal probieren bei Linkhead. Ja, aber es geht ja nicht, weil es dein Fortschritt ist. Nein, du. Boga, hast du nicht aufgepasst von meinem ersten Spiel? Du speicherst jeweils ein Spielprofil. Und da wir ja sowieso mal parallel spielen, haben wir beide immer jeweils die aktive gleiche Quest. Der fragt dich doch mal, ob du noch einen Spielstand laden willst oder ob du neu anfangen willst. Okay. Insofern, wir haben noch beim ersten Mal, das weißt du noch, das ganz erste Spiel im Juli, was wir mit Saints Row 3 gemacht haben, das habe auch ich gehostet. Gehostet. Und danach hast du mal den König gemacht, weil es irgendwie nicht mehr ging bei mir. Wahrscheinlich wird es genauso hier wieder auch laufen. Ich kann zwar Spiele aufmachen, aber du kannst sie fortführen. So, warte mal, ich muss jetzt mal kurz hier eingreifen. Wahrscheinlich ist es bei dir gerade pausiert, weil jetzt ist nämlich der Moment, wo ich die Musik mal kurz auf Null drehen muss, weil gleich geht's nämlich los. Doch, Bruder, du kannst die Wiimote am PC nutzen. Im Dolphin-Emulator gibt's die Möglichkeit, die anzuschließen. Ja, aber wo soll ich denn die anschließen? Das ist ja so ein klitzekleiner roter Stecker. Ich hatte damals einen Adapter bei der Wii von meiner Freundin, die hatte extra so ein komisches Teil. Wie so ein Splitter war das, und da konnte ich die Mode anschließen. Da habe ich ja damals so Calling aufgenommen mit. Auch nee, Door Breach, das ist so Call of Duty hier. Gut, ne? Ah, Cyrus können wir leider nicht erschießen, das ist eigentlich sehr schade. Aua. In die Fresse. Gehorstet, Bruger macht den König? Für mich ist das eine wunderschöne, zarte Königin. Oh. Sag mal, die Physik, guckt ihr mal? Leute, ihr seht das, ne? Also bei mir sieht alles ganz normal aus. Ich hab keine Waffe mehr. Ja, wieso? Hast du soweit nicht gespielt? Nee, ich hab's noch gar nicht gespielt. Ja, ich hab zumindest bis hier gespielt. Jetzt musst du halt. Ja, wo siehst du denn schon noch? Ich bin so geil. Ich spring halt einfach mal da runter. Ja, bist du hier ist das nicht Dingens hier? Cyrus, genau, das ist der Armeegeneral vom letzten Teil. Ja. Leertaste. Ich muss gar nichts machen. Achso, ne, dann mach ich den Kampf gerade. Ich muss hier gerade Sachen tun. Oh, grauser, hä? Gut, ne? Hast du gut gemacht. Ja, das kommt man nicht verhindern, das passiert immer. Ist klar. Dem Stich, ne? Könnt ihr gar nichts mehr machen. Ja. Schön in die Niere rein. Wie du da voll mitfieberst. Ich will ja die ganze Zeit Tasten drücken. He launched the nuke. Schnell! Machst du überhaupt noch was oder guckst du jetzt auch nur zu, wie ich durch die Gegend renne? Ne, ich bin hinter dir. Ich konnte eben nichts machen. Achso. Ja, es kommt gleich wieder eine Quicks. Ach, das hätte ich dir vielleicht mal überlassen sollen. Die, wer ist diese Szene, wo man was machen muss? Quicktime-Event. Ah ja, genau. Oh, jetzt muss ich drücken. WWW. Achso, du machst. Na, muss ich ja nichts tun. Das ist ja fair. Nee, ich muss auch was drücken. Nein. Also normalerweise würde jetzt hier übrigens Musik kommen. Aerosmith. Würdest du das bitte singen? Ich kann den Text nicht. Ups.
I just wanna be close to you, just to hear your breathing. I just smile while you are sleeping. I'm just far away, see it. You said, hey, hey, sis, thank God never again. Oh, man. I just wanna stay with you in this moment forever. Forever and ever. Kommt doch jetzt, oder? Ja, sowas, ich weiß es nicht. Ich hab das nur ganz kurz gesehen. Ich hab mir eher Sorgen gemacht, wie ich das umspielen kann. Ja, ich hör auf zu singen, es ist, ja, es tut weh, ich weiß. Was? Außerdem singe ich nicht ernsthaft. Ernsthaft könnte ich singen, aber nicht so. Aha, dann beweis es das doch mal. Nein, ich singe. Das ist mir peinlich. Yeah, thumbs up. Ist doch gut gelaufen. Sister, Boos geht schon. Ciao, Boos. Tschüss. Weil ich jetzt gesungen habe, siehst du? Hey, Rox, 100 Leute weg. Instant. Zeig ich dir. Quack, quack, quack. Direkt im Präsidenten. Wir sind ja Präsident, habe ich gehört, ne? Na, wie kommst du denn auf? Was musst du denn freischalten? Saints 30. Wundung freischalten. Und Präsidentschaft freigeschalten. Yay! Drücke alle Knöpfe, um einen globalen nuklearen Krieg zu beginnen. Jawoll! Tabulator trennen. Ja, wir haben ein, du brauchst wir haben ja, wir haben Staatschef Benjamin King freigeschalten und Benjamin Motherfucking King. Das ist schön. Und noch ein Berater, Vizepräsident Keith David. Ach, Keith ist so ein Scheißname, wie der sich schreit. Saints 30. Jetzt bekomme ich endlich mal Achievements, weißt du, wie gut das ist? Ach so, stimmt, im dritten hast du ja nicht gekriegt. Ja, mein Bruder hat ja 93% freigespielt. Mark. So, warte mal. Ach so, man kann gleich Vorgefertigte nehmen, oder was? Das sind diese Bücher hier. Die Bücher sind Vorgefertigte, Präsidenten, oder? Du musst auch mal unter der Woche streamen wieder, Burn, weil ich habe gestern einen Wikinger gehostet, der hat bestimmt 10 Zuschauer mehr gehabt wegen mir. Nein, nicht wegen mir, aber es kamen halt mehr, weil ich habe gehostet, schätze ich mal. Weiß man ja. Ich mache übrigens wieder die asiatische starke Dingsbums hier, das Frau. Jedenfalls. Sei nur was, sei nur witzig. Ganz kurz bitte. Laut Tutorials aus dem Netz sind die Hauptprobleme der Wii, dass alles nur auf 50 Hertz eingestellt werden soll über Komponent. Ich habe halt jetzt gehört von Foka zum Beispiel, dass es 50 Hertz und dann soll man es über Dings AV, also jetzt über AV angeschlossen. Oder Komponenten. Ich weiß, auf jeden Fall geht beides nicht. So, Entschuldigung, jetzt kannst du. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach genau, ich mache einen weiblichen Schal, wie beim letzten Mal auf, wenn du männlichen machst. Wenn nicht, mache ich es andersrum. Wollen wir die geilen Zwillinge machen? Dass die Leute mal zufrieden sind, dass ich nicht nur Männer spiele. Ich drehe hier gerade am Sexappeal-Regler, der ist wie immer klasse, aber ich mache mal nicht ganz so viel. Wir wollen ja noch durch die Gegend rennen. Obwohl das saumäßig witzig ist, weil du kannst Emotes auswählen, da wackelt dann alles beim weiblichen Schal. Beim männlichen weiß ich das nicht so. Das lädt halt ewig bei mir. Es lädt ewig, warum lädt das ewig bei dir? Das ist jetzt aber doof, weil ich bin schon bei der Charaktererstellung. Das wäre jetzt. Nee. Ja, das wäre jetzt doof, wenn du nichts machen kannst. Ich kann nichts machen, ich habe die ganze Zeit den Ladescreen. Das ist jetzt aber irgendwie doof, sag ich mal. Ich habe Balkenie, was es jetzt hier für Visionen gibt. Ja, nicht, dass wir jetzt hier wieder in irgendwelchen lustigen technischen Problemen laufen, die dann irgendwie alle total nämlich. Man kann den weiblichen Schar, männliche Frisuren geben. Oh Gott, sieht das doof aus. Oh Mann. Das ist die große Frage, wenn ich mit meinem Charakter-Dingsbums fertig bin, ob. Wie weit bist du nur gekommen? Wir haben die ein bisschen abgeschlossen. Hast du denn noch die Archivmus gekriegt, den ganzen anderen Dings, nachdem ich alles weggeklickt habe? Du redest nur, ne? Nee, gar nichts mehr. Ich habe noch die Achievements gesehen, dann war es fertig. Na, das ist jetzt irgendwie doof. Ich schließe mal das Spiel. Macht keinen Sinn. Vielleicht kannst du mich ja jetzt nochmal einladen. Ja, ich habe die ganze Zeit nur Aerosmith im Kopf jetzt. Das ist furchtbar. Warum das denn? I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. Züchtig und lang. And I don't wanna miss a thing. So, Koop-Kampagne. Ja, ich bin hier noch an Frisur machen, das dauert noch eine Weile. Ey, LAN-Spiel. Augenbrauen, oh Gott, natürlich weiblich. Oha, super dünn nachgezogen, Alter. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass du gerade nichts machen kannst, weil ich halt irgendwie hier. Maske. Ey, Bruder möchte bei deinem. Ja, okay. Bruder ist heute ein wenig romantisch. Oh. Aha. Nur weil du einmal ein Lied gehört hast? Oh Mann. Oh, jetzt kann ich Charakter anpassen. Yay! Dann kann ich ja langsamer bauen, das ist ja schön. Oh. Ich dachte schon, nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Alter Schwede, hat die gleich wieder hupen, ne?
Ach, muss man Sex-Appeal-Regler, der ist gut, ne? Guck mal, die stehen wieder eins, du. Boing, kann man die schütteln? Schüttel. Ja, du you kannst know what you do with that big fat ass. Warte. Da schüttelst du die Spaßtüten. Guck mal. Blablabla. Die Spaßtüten. Oh, die wackeln richtig. Musst du mal. Mann, jetzt habe ich aus dem Make-up gedrückt. Jetzt ist. Achso, warte mal, Lippenstift aus. Aus. Und? Ja. Was ist jetzt den ganzen Abend? die darf man wirklich keinen weiblichen Schal in den Kopf geben, oder? In die Hand. Ah, ja. Okay, ich hör auf. So, warte mal. Jesus. Na komm, ich mach's so ganz jung und ganz knackig. Guck mal, das. Na gut. Das ist eigentlich genau die richtige Größe, finde ich. Aber. Ich sehe es ja nicht, aber ich kann gerne so tun, als würde ich gucken. Die wackeln, ey. Das ist so gut, ey. Das ist so gut. Brust also romantisch. So, okay, was nehmen wir denn? Oh, asiatisch. Oh, hi. So. Ich hab ne Dummheiten. So. Was für ein Quatsch man mit der Stimme machen kann. Was hast denn du genommen? Hast du auch eine Asiatin? Ja. Wacke, wacke, wigge, wigge. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, ich glaube, sie hat einen leichten Dialekt. Das reicht mir. Ach du Scheiße, die kannst du ja voll zum Monster-Muskelfrau machen. Ja, gut, ne? Aber der Hintern, ne? Ah, verdammt, was denn? Oh, warte mal, ich mach Nicki Minaj. Warte. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Spottgeste, ach herrje. Wiggle, wiggle. Uh-huh. So, ja, ich höre schon auf. Hast du gerade die ganze Zeit nur rumgewickelt? Wiggle, wiggle. Ja, ein bisschen so. Aber Nicki Minaj ist nicht ganz so dunkel, ne? Sie ist nicht afroamerikanisch, sie ist ja so. Hauptsache, du hast Spaß. Ich baue die. Was? Charaktergalerie? Nein, ich habe doch keinen Community-Dingsbums. Lass mich in Ruhe, du komisches Spiel. Nein. Ah, mir fällt sowieso der Name, das Passwort nicht ein. Das ist total doof. Ja, ich bin quasi fertig, fällt mir gerade so auf. Das ging doch relativ schnell. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Geschlecht, ethnische Zuge. Gibt's da noch mehr? Nee, es ist relativ eingeschränkt. Das finde ich auch sehr schade. Ich meine, was ist mit Frisur und so? Du bist doch gerade nur bei Körper. Du bist gerade in einer Hauptkategorie, da kommt noch viel mehr. Okay. Ja. Yeah. 10 Top-Nachrichtenseiten gehackt. Pressesprechung des Weißen Hauses. Kinsey Kensington streitet Verwicklung ab. Ach, kick an. Dann stehen die Nachrichten. Oh, warte mal, mir fällt gerade so auf. Oha. Okay, ich habe doch noch was zu tun. Ich habe irgendwie den kompletten Gesichtsteil vergessen. Ich kann hier noch richtig viel machen. Kopfdeckenbreite. Oh, was ist das denn alles? Sie ist Latina? Nicki Minaj ist keine Latina, oder? Ich weiß nicht, was sie ist. Die ist irgendein angebranntes Dingsbums. Der Arsch ist nicht groß. Ja, da habt ihr recht. Der Arsch ist echt nicht groß genug. Stirn. Kann ich die Augenbrauen irgendwie? Ich habe doch keine Ahnung, wie viel Schönheit aussieht. Das ist jedes Mal das Gleiche, wenn so ein Charakter-Editor so eine zigtausend Optionen hat. Kann man den Arsch nicht größer machen? Bei diesem Spiel? Sollte man? Eigentlich schon, ne? Oh Mann, je mehr ich hier rumfummel, desto mehr sieht das Vieh aus wie ein Alien, oh Gott. Oha. Ja, ich bin gerade bei Augapfelhöhe und das kannst du ganz viel Quatsch mitmachen. Augenfalten? Was ist denn die Augenfalte eigentlich? Ach, das Ding. Köttchen. Ja, die sieht immer böse aus. Momentan sieht die irgendwie gerade aus wie irgendwie böse Lehrerin. Vor allem mit der Frisur. Oha. Oha. Na, was habe ich da für ein böses Wort gesehen? Die Titan. Die ja nicht, Mann. Die T-I-T-T-E-N sind total verpixelt. Ach, du hast natürlich wieder nackt rumrennst, war wieder so klar. Das war schon Voreinstellung, was soll ich denn machen? Oh, ich kann Reptilienaugen haben. Ach, das ist schön, dann machen wir natürlich Reptilienaugen. Alles klar. Oh Gott, sieht das komisch aus. Alter, kann ich auch Elfenohren machen, wo gerade schon dabei sind? Ohrenwinkel? Warte.
Also man kann zumindest lange Ohren machen. Das ist ja schon mal auf halbem Weg bis dahin. Ohrentiefe, oh Gott. Ich habe gar nicht so im Kopf, wie Nicki Minaj aussieht. Ich weiß nur, dass es einen riesen Hintern hat. Du musst einfach nur genug Solariumbräune raufhauen, dann passt das schon. Hm. Ich mir nicht so viel Gedanken drum machen. Boah, Läppchengröße, Spitzenabstand. Hm. Ah. Was? Sie entdecken den weiblichen Körper, ist doch schön. So, zack, Elfenohren gebaut. Wangenknochen, och. Ich kann Waschbäraugen machen als Make-up. Ja, das ist eigentlich genau das Richtige für dich, das ist fast Panda. Oh Gott. Oh Mann, das wird immer hässlicher bei mir. Nein, so war das nicht geplant. Hm. 80er Lidschatten, oh Gott, oh Gott. Was? Ich hab da Lidschatten gemacht. Also ich habe eine Isis-Frisur. Die Isis-Schminke genommen. Die sieht ganz witzig aus eigentlich. Total scheiße eigentlich, aber... Was soll man tun? Kiefer... Ach, ich hab doch keine Ahnung, was hier was macht. Nase... Ach komm, die ist super. Hier ist alles super. Ich habe neulich den Lego-Film geguckt. Also, Dienstag. Der ist klasse. Kennst du den? Den Lego-Film? Nee, sagt mir gar nichts. Der ist so mit Lego-Männchen, überraschenderweise. Der ist klasse. Das ist, da rennen lauter Lego-Männchen rum und alles. Und das hat sogar Story. Oberlippengröße. So, ist nämlich noch Eyeliner. Oh, komm. Ich sollte mir echt mal was irgendwie mal ein Buch durchlesen, wie wahre Schönheit aussieht irgendwie so, oder wie das, wie man das, die Mathematik hinter Schönheit. Da gibt es sicher irgendwas mit irgendwie goldenen Schnitt oder so, wie sowas, dass sowas besser aussieht. Ja, die schönsten Gesichter sind durchschnittlich, ne? Habe ich mal gehört. Dann hätte ich ja alles. Also wenn du wirklich 500 Menschen nimmst und davon so einen Zusammenschnitt machst, dass sich die Gesichtszüge alle überschneiden, dann hast du eigentlich einen schönen Menschen sozusagen. Oh, gut, meine wird immer hässlicher. Ich glaube, ich hätte einfach alles bei 50 lassen sollen. Ah, Kinntiefe. Vor allem, das Spiel lässt einen auch so absolut übertreiben. Mit den Einstellungen hier. Kinnhöhe. Doppelkinn? Nee, Doppelkinn brauchen wir eigentlich nicht. Gebiss. Oh. Am I even a legal? Wer bist du? Man kann sich ja so eine Chipmunk-Stimme geben. Chipmunk-Stimme? Ach ja, stimmt, wenn er die anpasst. Das habe ich gelassen. Das hat sich irgendwie alles doof angehört. Ich glaube, ich habe jetzt einen leichten Dialekt und das reicht mir dann auch. So, Kopf. What? Keine Frisur. 50er, 80er, Anime. Anime hatte ich, glaube ich, im ersten Teil, ne? Das ist ja nicht gar nicht so schlecht. Ich lade das mal wieder. Bevor ich mich hier lange mit irgendwelchen Haaren rumärgere. Oh Mann. Oh. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dir gerade richtig einen ablasst. Cheerleader sieht doch gar nicht so schlecht aus. Du bräuchtest, glaube ich, auf jeden Fall den Quaden Facelift für deine Frisur, wenn du denn wirklich den Nicki Minaj Dingsbums da bauen möchtest. Oder den Mönch. Hm. Doppelt französisch. Wo kann ich denn die. Ah, die Haare, da sind die Haare. Wie gesagt, ich empfehle dir sehr den Mönch. Der ist eigentlich klasse. Französische Umflechtung, Alter. Freie Liebe. Freie Liebe ist auch klasse. Flochtene Zöpfe. Oh, Mann. Das ist so viel Zeug. Bienenstock ist geil. Geteilter Vorhang. Glatt und lang. Das ist doch nicht lang. Was haben die denn für eine Definition? Hausfrau aus den 50ern. Oha. Was heißt, für Frisuren gibt? Die würde wahrscheinlich nicht mal meinen Friseur können. Warum gibt es eigentlich beim Friseur nicht so wie so ein Buch wie in so einem Computerspiel, wo man die Frisur auswählen kann? Das wäre klasse. Also natürlich nur für den entsprechenden Adling, aber trotzdem. Warum gibt es da sowas nicht? Oh Mann. Ich bin immer noch bei K bei den Frisuren. Hm. Lange Wellen. Die sehen doch klasse aus. Lange aufgebauschte Haare, Alter. Hätte ich den Kiefer nicht irgendwie? Ja, kannst du. Da bist du aber schon dran vorbei. Wenn dann. Gebissbreite, will ich. Achso. Okay. Also prinzipiell kannst du alles am Gesicht anpassen. Das wird immer schlimmer. Je mehr du machst. Erfahrungsgemäß. Nee, komm, ich lasse jetzt so. Sie ist hübsch. Ich finde sie hübsch. Meine Nicki Minaj. Ja, das habe ich auch versucht. Was Hübsches zu machen, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, ich baue am besten genau. Ist sehr hübsch. Warte mal ab. Ich baue genau den Char, den ich im ersten Teil hatte, und dann ist alles gut. Die sieht jetzt auch schon ziemlich aus wie meine aus dem ersten Teil. Das finde ich eigentlich voll gut, weil da wollte ich nämlich eigentlich hin. So, ich bin bereit, glaube ich, zumindest.
Ja, doch. Doch, ich bin fertig. Ja, wahrscheinlich hätte man so, sogar den Charakter aus dem dritten Teil laden können, wenn man dieses komische Community-Dingsbums hat. Aber hat ja wieder keiner. Also ich habe mein Passwort vergessen, weil ich glaube, er wollte meinen Account von Darksiders haben und da weiß ich beim besten Willen nicht mehr, wie das Passwort heißt. So, Charaktererstellung erlassen. So, warte auf anderen Spieler. Wer bist du? Ich bin fertig. Na, dann lass uns loslegen. So, das ist unvollkommen, das ist Sims 4. Genau, das ist Sims 4. Die Klamotten passen gar nicht. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you two. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of... Here's the latest approval poll. We lost 20 points. We can get them back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Then I think we're in trouble. King, can you have this naysayer assassinated? Not when you say it publicly. My fun is a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's the septic truck when you need one? Tolles weißes Haus haben wir da. Das ist doch super. Mit einem Tiger, der Äpfel frisst. Perhaps Keith has some good news. Oh, du siehst ja langweilig aus. Du siehst langweilig aus. Ey, ich bin Nicki Minaj, ja. Ich hab einen dicken Arsch, guck mal. Du siehst doch so scheiße aus. Guck mal, dicker Arsch. Ja. Alter, also meine Sicht, warum hast du ja nicht einen Anzug an? Ich hab hier so ein komisches Dingsbumskleid. Weil ich cool bin. Ich Nicki Minaj ja, bin. Ja, wahrscheinlich sonst weil dein Arsch wegplatzen würde. Right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Was? Oh, Krebs. Ich kann nichts machen. Let's time jetzt. Niemand muss hungern oder Krebs will immer ausmerzen. Ich würde sagen hungern. Let's time eat cake. Also ich sag mal, es verhungern mehr Menschen, als dass sie an Krebs sterben. Fuck cancer. Let them eat cake. Speaking of hunger, have the chef prepare me a quiche. Good. Du hast dich an wie ein Roboter. Dafür kann ich aber nichts. Das ist die ganz normale Stimme. Wirklich? Also, Kinsey has the press pool under control. Meine Haare sehen komisch aus, als wenn ihr in der Mitte angeklebt. Ich finde meine Anime-Frisur so klasse. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Man nennt das anscheinend ein Kostüm, was ich anhab, kein Dingsbumskleid. Ja, von mir aus. Kann das sein, dass du gerade die ganze Zeit Auswahlmöglichkeiten hast? Ja. Nose. Ah, ich hab gerade okay, auf die Schnauze gehauen, dem Typ. It appears I sliced a knuckle on that senator's teeth. Ist das da vorne schon wieder dieser komische Fernsehheld? Der da steht links? Ja, Nightblade. About to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Hau ihn rein! Schnell! Well, ich mag den Typ nicht. People go your people, Josh. Rufen wir jetzt die Security? Don't leave me no. Hanging, bro. Oh, Oleg. Nice work, Oleg. Komm jetzt twerken. Twerken geht nicht. Ich werde nicht. Wie kann man. Also, ich weiß nicht, was für ein Ding hast du denn als Spotten genommen? Oh, Kinsey sieht echt spannend aus. What's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Oh, not you two. How many times do I have... Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey serious? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Guck mal, Aliens! Celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kinsey, no!
love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Splendid. Finde ich ein komisches Wort. Wonderful. That is British. Release me. Oh, stimmt, bei dir sind leise. Was machst du? Ich mach das mal lauter. So gut. Wenn die Stimmen. Also ich habe die Stimmen, glaube ich, auf 100% alles andere auf irgendwie 60 oder so im Dreh. Ich habe aber. Ja, ich habe auch die Stimmen auf 100, aber die Gesamtlautstärke voll runter. Übrigens, Leertaste drücken und so. How do they expect me to commit Xenocide without a weapon? Xenocide? Who are these fucking creatures? Warum haben wir nur eine Pistole? Warum haben wir nur so einen komischen. Ich hab keine Pistole. Oh, jetzt. Every five steps, I say. There you are. Thank God you're alright. Are you okay? Where is Matthew? Upstairs, trying to find out what's happening. Die Statue. What is happening? All out war, by the looks of it. Oh. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Keep your head down. Gut, dass wir so gut ausgerüstet sind hier am Strand. Second Amendment remedies never looked so good. Dum, 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 dum. Guns. Dum, dum. Magnificent guns. Come on, mal hinten einfach mal auf. Well. What the fuck? Keith! Nee, die Figuren bleiben weiblich diesmal. Wirklich? Ja, willst du die männlich machen? Ich dachte eigentlich, du hast besser an, dass du den Kerl spielst. Nee, nee. What the fuck is going on? Na, will ich mal Zeit finden. Die Grafik sieht übrigens ein bisschen besser aus, aus dem Augenwinkel. Was ist der Player? Hey, die entführen so Leute. Ja, klar. Kinsey ist freiwillig mitgegangen. Ja, gut, das war sowieso schon immer irre. Sagt ja auch ein New It, die wusste, dass es Aliens sind. Das sind ganz schön viele. Ich glaube, ich habe nicht so viel Munitionenmagazin, wie das Leute sind. Die halten noch eine Menge aus, du. Was ist denn das hier im Schaukasten? Ich will das haben. Ich will das alles haben, was hier im Schaukasten steht. Ist so ein Raumschiff hier. Das sind sogar Waffen. Oh shit! Oh no! Oh no! Oh no! Matt, hold on to me! Usha, Matthew! Toll! Okay. Damn it! Müssen wir jetzt alles alleine machen, oder was? Na, das ist echt nicht schön bei mir. Bei mir hängt irgendwie die ganze Animation immer. Von den Gegnern. Jetzt, ach nee. Ach so, ja, dann lass uns mal nach der Folge hier, dass du haust. Sollen wir mal Ruhe haben. Ja, können wir gerne machen. Du hast ja das Business-Internet. How many of you are there? Back to Ernie. Back to Ernie. Activate South Portico defenses. Let's do this, you beautiful monstrosity. Meine Stimme ist langweilig. Ich habe mich viel entschieden. Ich hätte mir mehr anhören sollen. Aber oh, wie schön die auch. Sosh sagt, dass sie das. Die Ding. Boah, wir müssen jetzt das Geschütz lenken. Sosh sagt übrigens, dass sie das Haus, das Weiße Haus original nachgebaut Dina haben, ohne Kappa. Served. Ohne Kappa? Ohne Kappa, das heißt, die haben es wirklich. Alter, wollen wir hier Moorhuhn oder was? Spielt die müssen so. Haben wir auch Lebenspunkte? Ich glaube, meine spricht Französisch, wenn ich mal so höre. Ja, ich glaube. Ich weiß noch nicht mehr, wer deine und wer meine ist. Meine ist die mit dem Anime-Hahn. Deine sieht aus wie ein Nachkommen, jetzt auf einer Stimme her. Oh. Oh Gott. Space Invaders. Ja, die stellen sich auch so hin wie Space Invaders, oder? Ja. Das ist, wenn du beim Spiel wie Saints Row erwartest, dass er voll ist mit. Oh. Okay, sie spricht doch Französisch. Also, was ist das? Oh. Schieß das Schlachtschiff ab, mach ich schon. Bin dabei. Hallo Rupsel. Enjoy leaping so much. Get off my lawn, you son of a bitch! Irgendwie ist sie ja zu dick. Ich muss sie ein bisschen dünner machen. Also meine ist sportlich fitter. Ich hab extra drauf geachtet. Ja, ich hab sie so halb dick und halb muskulös.
Aber mehr dick als muskulös. I will have you dissected alive, you alien swine. So, das musst du machen. Ich bin dran. Siehst du auf mich zuhauen oder haut deine zu? Nein, du. Not so fast. Not so fast? Ich brauch dringend neue Klamotten. Das Kostüm gefällt mir nicht. Au revoir. Oh, wait, what? Unfair! Did you really think you could stop me? Shit! Oh, human arrogance. Is there anything more charming? The fool? Fucking us! Do what exactly? Huh? Bravado me to death? I'm going to have fun breaking you. Rupsel hat einen Bot und der heißt Botzel. Hab ich dir doch den Tag erzählt. Sehr gut. Von dem Ding. Ich habe übrigens der Saints-Flügel geschafft. Oder siehst du das jetzt nicht? Ja, hab ich auch. Juhu! Ich hab auch eine Oberzerstörer. Oberzerstörer. Du kannst mir auch... Sieht aus wie ein weibliches Oh. Son Goku, was? Goodness me, what a dream. Ach du Scheiße. So sehe ich besser aus. Ach, du bist auch da. Aber diese komischen Haare sehen blöd aus, so angeklebt. Du siehst doch voll fett aus und wir haben lustige Brillen auf. Die ist nicht fett. Der Arsch muss so fett sein. Wie machst du das? Lol, das ist einfach nur Laufen, was hier gerade passiert ist. Wo sind wir hier, in den 50er Jahren? Ich glaube, wir sind in den 50er Jahren, so wie es aussieht. Geh runter in die Küche. Oh Mann. Die Ruten wackeln aber auch wie blöde, ne? Leave into the Saints. Okay, wir sind in der 50er Jahre Show, oder? Ja. Und gleich Werbung dazu. Friendly Fryer, only chosen cook, home cookware. Oh Mann. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Oh Mann. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy oh, new garbage scheme. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Deck stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Oh man. Frag mich, wie lange das jetzt noch so komisch geht. Ich wette, hierzu gibt's doch total awesome Music, aber ich trau mich nicht, die anzumachen. Warte mal, ich mach's mal kurz. This is amazing, meint bei mir jemand im Chat. Akali has fallen. Oh Mann. Kannst du gerne machen, Rupsel. Oh ja, hier ist so richtig oldschool. Okay, warte, dann mach ich die auch mal kurz an. Ich glaube nicht, dass es geschützte Musik ist, oder? Ich hoffe nicht. Komm, pfeift drauf, ich lass die mal an, wenn ich... Oh man. Das ist so... Ah, nein. I wonder what is going on in the world today. Das ist ja auch alles Quicktime-Events sind. Oh. Kannst du nicht aufheben? Der musste ewig drücken, nur um eine Zeitung aufzuheben. You ready to meet the fine people of Steelport? Well, get in the car. Ist das Pierce? Do I not usually drive? It's your world. Nee. Go ahead. Ist nicht Pierce. Ach, das ist wahrscheinlich schon wieder ein Tutorial, oder? Ja, ich fahre. Du willst fahren? Ernsthaft? Ja klar, hier im Ganzlinger ist das übrigens vom Auto her. Boy, they sure are anxious to meet you. They? Well, you do have a queer sense of humor. Why does this always Karre langsam? Now, what's that you say? Something is wrong. This is all... Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. The fish? Please do not change the subject. Don't you worry. Ich kann nicht mal im Gegenverkehr fahren. We're almost there. Oh. Der Bot ist ja geil. Guck mal hier, ich kann nicht im Gegenverkehr fahren. Einsparungen am Bildungssystem fordern er bereits erste Opfer. Ich will hier, guck mal hier, ich will hier Chaos machen. Ich darf nicht im Gegenverkehr. Die Musik ist echt gut. Die ist schön. Jetzt hab ich schon mehr Angst, dass die irgendwo... Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. Meet and greet? Hi, hi. Hallo. Grüße. Wollen wir uns wieder lassen? Liebe Menschen von Steelport, hallo, hallo. Ginger, your dive. Ginger's dive. Aha. Oh, Mann. Sammelgesundheit... Ach, das ist wirklich ein Tutorial. Slapstick. Das ist immer schlimmer. Weil das erste Spiel hat, glaube ich, kein Tutorial so richtig gehabt, oder? Also das, der dritte meine ich natürlich. Ja gut, der Banküberfall. Ja, aber da war ja auch nur, wir ballern uns kurz durch und gut ist.
Oha. Oh my stars, it's the president! Hi, how are... What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Haben wir jetzt keine Regeneration mehr, wenn wir Heilung aufsammeln? Das hab ich mir auch gerade gedacht. Did I get here? Das Schimpfwörter werden gepiepst. Noch. Warum darfst du fahren? Ja, aber ich fahre jetzt. I have to get the f*** out of here. Ich kann nicht fahren. Jetzt. Oh, Kinsey ruft an. Hello? Hello? Kinsey, where are you? Finally! Listen to me. No time to explain, but you have to break free. What do you mean, break free? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. I am only driving a car. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Oh, ich darf im Gegenverkehr fahren. Jetzt Punkte? Nein. Schade. Ich könnte versuchen, Leute zu fahren, hier. Ich sehe... Oh, scratch the paint. Okay. Don't scratch the paint. Oh. Oh, das war gar nicht so einfach. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Haben wir beide die gleiche Stimme genommen? Ich weiß es nicht. Oder sprichst du einfach nur aus Spaß Französisch? I need some more time before I can get you out. Töte Polizisten! If you could just, you know, just be you. Be myself? The simulation is all about normalcy. Pleasantry, order, all the things you hate. Go forth. Chaos! Unleash hell. Unleash hell? Hört sich gut an. Bin ich dabei. They never had their chance. Saints Row? Ah. It is rude not to share. Das sieht witzig aus, wie die Bullen hier aus ihrem Auto aussteigen. Keep it up! The simulation is resisting, but just keep going. Ach, du fährst hier schon wieder in der Karre rum. Ich wundere mich hier schon. Bei den Polizisten dort. Oh, Bernhard, das geht gar nicht. Bei mir backt das total rum. Ja, dann machen wir gleich mal einen fliegenden Wechsel. Sobald das Ding hier vorbei ist, wollen wir auch immer wieder eine Ruhestelle haben, wo wir eventuell speichern können. Ich meine, gerade konntest du dich auch selber bei mir einladen. Bigger. Hold on, I'm sending you something. Was Passendes? Ich hätte gerne was Explosives. Hat sich gerade das Auto gewechselt? Was? Ja. Die ist gerade ein Auto an mir vorbeigefahren, das hat dann, guck mal, blub, wir machen dann was anderes. Was? Wir sollen, glaube ich, was Raketenwerfer. Rupsel sagt, wenn ich was Lustiges sage, kann Mods mit AdSpot, AdQuote. Ich sag doch nie was Lustiges. Oh, guck mal, Dr. Genki. Ja. Boy, oh boy, this is the bee's knees. Alter, Vandalismus. Nobody does it better. Make me feek. Ja, ich glaube, ich habe aus irgendwelchen Gründen Franzosen genommen. Ich will meine Russe wieder haben. Super. Das Geld hier umherfliegt. Durch die 50er mit einem Raketenwerfer. Das ist so schön abgedreht. The simulation is... Oh no. Wait a minute. Wait for what, Kinsey? What is happening? Wir gehen irgendwie langsam die Ziele aus. Oh, der Bulle von eben. Agent Smith? Was ist das? Es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich Agent Smith, wo ist er hin? Couldn't leave well enough alone, could you? You had to push and push and push. Ah, ich glaube, der ist mit Raketenwerfer. Was war der denn? Der schummelt! Der hat einen Speedhack. Der schießt irgendwie auch nicht so richtig zurück, oder? Na doch. Gut, den haben wir. Und jetzt? Ah, schön. Offline. Ruger ist ein Roboter, meint hier jemand. Ja, stimmt, du redest ja auf wie einer. I'm impressed. Where the hell are... Oh, fuck me. I should have realized a prison of peace would never hold a sociopath like yourself. I'm more of a buckish rogue. A rose by any other name. You're trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go with those missed messages again. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means nothing.
ein bisschen was von Matrix gerade. Solche. Das erinnert mich ein bisschen an Fallout, an die Tranquility Lane. You in your new home. Try to run again, and I'll destroy your pitiful planet. Did you ever? My friends, each of you are guilty of crimes against the Zin Empire. But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new work release program. Swear your fealty, and I will empower you to be wardens of Simulation 31. You will have one purpose: torment the President of the United States. Beyond that, the world is yours to toy with. Ravage it, indulge in your basest desire. It makes no difference to me. Just leave the prisoner alive. I want them broken, not dead. Go now and tear their world asunder. Huh. Bom, 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 ein angenehmer bom, Tag. Bom, bom, bom. So, haben wir jetzt nicht mal einen Speicherpunkt? Bom, 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 bom. Oh Mann, wie gut. Ich hoffe mal, da wird nichts gemutet von Twitch, sonst kann ich das nicht hochladen. Es gibt bom, keine bom, Pfannkuchen. Bom. Warum gibt es keine Pfannkuchen? Na, weil das nicht echt war. Where have I landed? Come in, President. Can you hear me? Oui, I hear you perfectly. But how precisely am I hearing you since I have no phone? I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Of course. Toll. This is the Saints Tower. Kinsey, I am unarmed. Mm-hmm. How quickly can you get me out? I can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Time to visit friendly fire. Das war doch gerade mehr oder weniger ein Speicherpunkt, oder? Wollen wir mal kurz hier das Rehosten machen? Also das Rehosten, ja, nicht. Okay, machen wir das mal. Oh, hier war das Testbleib, ne? Aua!